Hallo nochmal, weiter geht's mit der Raumzeitlabor-Versuchsküche. Heute im Angebot Pizza. Hier, italienische Köstlichkeiten, genau wie bei euren Lieblingsrestaurante. Da wird das auch so gemacht. Restaurante, du meinst die Tiefkühltruhe? Genau. So wird das gemacht, was ihr immer in der Tiefkühltruhe rausholt. Auch hier wieder exakte Anweisungen, wie es genau gemacht wird. Hier so. Kann man schon erkennen, um was es geht. Aber nichts Wichtiges am Schneiden. Sonst wissen wir nicht mehr, was wir tun müssen. Das erste Video so. So, was haben wir hier? Wunderschön. Wir haben wieder das obligatorische Backzubehör. Und das Hightech-Werkzeug. Diesmal ein wunderschöner Löffel. Wird immer, merke immer, das richtige Werkzeug wird nicht geliefert. Das hier sind die gefriergetrockneten Köstlichkeiten, die man oben drauf legt, anscheinend. Jetzt haben wir hier eine gelbe Tüte, eine blaue Tüte, eine rote Tüte und eine grüne Tüte. Da ist für jeden was dabei. Da kann man auch Mensch ärgern hier mit empfehlen. Und jetzt fangen wir mal bei der 1 an. Du hast die 1 abgeschnitten. Die 1 ist nur noch halb. Schritt 1, das kannst du mal machen hier. Knick und Ball. So, ich glaube, das war Schritt 1 auch schon. Cool. Was ist denn Schritt 2? Irgendwas, was mal knicken und falten? Ja, die gelbe muss mal. Nee, oder? Befingern. Doch, das ist der Teig. Oh, was machen die denn da? Was ist denn das hier? Das habe ich noch nicht gefunden. Zwei Runde. Nee, ich habe nur gerade irgendwie Panik bekommen, weil ich nicht wusste, ob das jetzt am Strom ist oder nicht. Zwei Sachen, wie man dann. Ja, doch, das sind die beiden, würde ich mal behaupten. Zwei. Weil bei drei, das rote ist die Tomatensauce. Und vier ist Kräuterzeug. Hier ist irgendwas Festes. Ja, leider auch, deswegen. Beide Sachen zusammen. Ich kann ja mal reingucken, was in dem gelben drin ist und in dem blauen. Ah, ich habe hier so gelbes Zeug. Guck mal, schau mal an. Ja, dann ist das genau das, was ich zusammen mitmixen soll. Oh, mein Zeug. Nicht wegschmeißen. Oh, nein. Das ist. Seins riecht noch besser. Oh, oh. Naturfuhr. Oh, Wahnsinn. So, wissen wir. Alter, kriegt das. Jetzt muss man. Hier, mach doch mal Teig. Das sollen wir jetzt zusammen. Jo, mein. Jo, mein die das. Und lecker, oder? Also das ist hier die Pizza, das erinnert mich ne? Ein bisschen an, kennt ihr Mission Impossible mit rote Seite, grüne Seite? Ja, das ist das Mission Impossible Kombi, da müssen wir es her. Ja, Mission Impossible, das macht ihr. Ja, aber das muss hier so braun werden, also das muss schon aussehen wie ein schöner Teig. Ja, nicht verletzt. Ein bisschen noch von dem Pulver von der letzten. Ich bin schon nicht verletzt. Danach ne, kann nichts mehr passieren. Strahlst du mal nicht danach? Donuts! Das sollte sich ja nicht hören! Jackie, Leute! Oh, wie wir. Die Cam läuft. Das ist halt so. Sorry, Iska. Ja, das sieht doch schon aus wie richtiger Teig. Achso, das ist schon Teig rein. So. Nicht mal professionell mit Nein, ich wollte das ja auch schon empfehlen, wenn die Kuchen nicht hart wird, nackt backen. Ich habe es probiert, aber bei mir wird er danach nicht hart. Nackt backen? Nackt backen ist der Kuchen. Du kannst uns hier nackt gebacken, also er hat fast trotzdem, ne? Du kannst uns hier helfen beim nackt Pizza backen. Magst du nackt backen? Das ist, da, zeig mal die Pizza das in die Kamera. Das sind diese geilen Teile, die ich bei YouTube sehe. Ja, genau. So sieht die Pizza aus, der Boden. Du kannst ja gleich mal ins Jetzt kommt die Tomatensauce. So wird Tomatensauce gemacht. Meine Pulver. Ja, wir essen das wirklich. Du isst mit. Ich esse mit, das glaubst du aber.
Ist das dann so ein Pausensnack? Machen die wirklich so am Luft ist? Ja, ja, ja. Die haben 3 Stunden Pause und dann wird hier, ne, wird gebacken. Auf dem Schulhof. Auf dem Schulhof. Ja. Wird dann erstmal eine Runde. So, jetzt brauchen wir irgendwie unser Spezialwerkzeug. Den Löffel. Und? Ja, Wasser. Jetzt ist ein bisschen unklar, wie viel Wasser. Wie viel? Ja, aber nein, das ist nicht unklar. Da ist, ah, doch, da ist siehst so diese Rampe? Ja, da, ja, bis dahin. Mhm. Versucht das mal vorsichtig. Nee, ich komme nur wieder auf Ideen, das zu probieren. Ja, mehr. So, das reicht. Ah, wunderschön. So wird Tomatensoße gemacht. In Italien nicht anders. Japanisch Tomatensoße. Das ist. Riecht, ne, auch schon tomatisch. Wie bei Mutti. Ja. Mama, mache ich hier Pizza mit der Tomatensauce. Ja. Ich glaube, das ist jetzt auch schon fertig, das die Tomatensauce. Ja, einfach drüber. Die wird jetzt. Nicht einfach drüber, die wird jetzt hier. Guck mal, ich mache hier noch so einen Rand. Guck mal, da ist extra auch noch so eine Einkerbung, damit man das super ausgießen ja, kann. Ja, hatte das letzte auch schon. Und machst du jetzt. Warum noch Käse dran? So. Rausläuft. So, die wird jetzt aber langsam fest, wir sollten jetzt mal langsam ja, 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 hier, drauf. Also. Es wird fest und dann ist ja gut. Mm, ja. Ah, so, ich hoffe, man kann das im Video gut erkennen, wie schön das hier aussieht. Mm. Lecker Pizza. Wie bei Mama. So. Ist doch bestimmt lecker. Vielleicht brauchen wir den nochmal. Nee, ich glaube nicht. Nee. So, also jetzt hier, ne, ist die Tomatensauce auf der Pizza. So, jetzt noch ein paar lecker Kräuter drüber. Das ist echt wie bei Tiefkühlpizza, schmeckt nach nichts. So, ja, das ist jetzt sozusagen die Kräuter, genau, die verteilt man jetzt auf der Pizza. Alter, das sind viele. Mhm, viele Kräuter. Das sind schon wirklich viele Kräuter. Das ist viel. Ja, das geht. Jetzt muss ja auch Käsebelag sein und so. Also das, Ach, das ist Pizza Margherita, genau für Silke. So. Und jetzt kommt noch Schritt 6. Die, das Gemüse auf der Pizza verteilen. Sind Schrimps. Jawohl, Schrimps auf der Pizza. Schrimps-Pizza. Ein paar Basilikumblättchen hier. Da fehlt noch ein Schrimp. Oh, Schrimp. Okay, fantastisch. Fertig gebacken. Ja, und fertig ist die Pizza, ne? Mal als Alternative zur Tiefkühlpizza hier mal so eine leckere japanische Spezialitätenpizza. Ganz frisch gebacken ist. Ganz frisch. Ja, und jetzt gibt es nur noch den Genuss, glaube ich. Brauchen wir ein Messer eigentlich, ne? Muss man da runter auf den Teller, damit wir es mal zerschneiden können. Ich hole mal ein Messer. Boah, das will nicht. So, Pizzaroller. Guck mal. Pizzaroller. So, dann machen wir jetzt mal hier so eine Pizza draus. Ja, der Pizzaroller hat ungefähr 2 Meter im Durchmesser, deswegen sieht die Pizza so klein aus im Vergleich. Gut. Ja. Mit Schrimp. Mit Schrimp? Ja, jetzt ist er Schrimp runter. Ich nehme hier so eins mit Schrimp und Basilikum. Das ist schon lecker. Wow. So gut. Komm her und koste. Ja, lass mal. Das ist schon was Tolles, was Wahnsinn, wir da haben. Wahnsinn, ich fühle mich gleich viel gesünder.